Fußspuren im Schnee. Aufwachen, Pock! Ich gehe raus in den Schnee. Kommst du mit? Sieh mal, Elsie ist da, Theo. Hallo, Theo. Wollen wir draußen ein bisschen spielen? Ja, machen wir. Willst du nun mitkommen? Gut, dann bleib hier. Hier hast du es ja auch schön warm. Gehen wir. Also, was wollen wir spielen? Wir können ja eine Schneeballschlacht machen. Oh nein, lieber nicht. Denk mal an gestern. Ja, ach ja. Mrs. Sully hat gesagt, eine Schneeballschlacht ist keine gute Idee. Da kann man sich wehtun. Na gut, wollen wir vielleicht ein Schneezebra bauen? Hm? Wir haben doch schon eins. Hm. Ja, stimmt. Was wollen wir denn dann spielen? Fußspuren. Fußspuren? Was ist das denn? Ich habe das auch noch nie gespielt. Opa hat mir gestern davon erzählt. Er hat das immer als Kind gespielt. Warte mal. Ist gut, Pock. Bleib drin, da ist es warm. Tada! Hey, willst du jetzt etwa Tischtennis spielen hier draußen im Schnee? Ich sehe gar keine Platte. Nein, Elsie, ich will nicht Tischtennis spielen. Wir beide spielen jetzt Fußspuren. Hä? Einer von uns versteckt den Ball im Schnee und der andere muss ihn dann finden. Na, das hört sich ja ziemlich einfach an. Ja schon, aber der Ball ist weiß und darum schwer zu finden. Hm. Das ist nicht schwer. Das ist doch ganz leicht. Nicht, wenn man alle Regeln kennt. Komm mit! Mama? Ja, Theo? Dürfen wir in den Park? Wir wollen Fußspuren spielen. Fußspuren? Hoho, darf ich mitspielen? Ja, na klar. Ach, und Elsie ist auch mit dabei? Na, dann wird sie aber auch noch einen Partner brauchen. Elsie, ob deine Mama mitspielen würde? So, erklär mir doch mal bitte dein Spiel, Theo. Es ist mehr Opas Spiel. Also, wir werden zwei Teams bilden. Theo und ich und das andere seid ihr. Das eine Team muss Fußspuren machen. Das andere muss ihm folgen. Ja, und das Team, das die Fußspuren im Schnee hinterlässt, muss etwas Weißes fallen lassen. Diesen Tischtennisball. Und wenn das zweite Team den Ball gefunden hat und es geschafft hat, die anderen einzuholen, hat es gewonnen. Genau. Echt toll. Dürfen Mama und ich die Verfolger sein? Ja, dann legen wir jetzt erstmal die Spuren. Das hört sich spannend an. Also, du musst jetzt bis 200 zählen. Eins, zwei, drei, es kann losgehen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hallo. Hallo, Theo. Du Opa, ich habe eine Idee. Ach ja, wirklich? Das ist ja eine tolle Idee von dir gewesen. Jetzt sieht man nur die Fußspuren von einer Person. Sie werden denken, dass ich verschwunden bin. Weißt du was? Ich habe noch eine viel bessere Idee. Dann mal raus mit der Sprache. Lass uns in die Werkstatt gehen. 199, 200 und los geht's. Das ist doch ganz einfach. Die finden wir 0, nichts. Wir müssen doch nichts weiter als den Fußspuren folgen. Aber du hast den Ball ja noch gar nicht fallen gelassen. Und hier werden sie uns sofort finden. Meine Fußspuren führen doch direkt in die Werkstatt. Hm. Ja schon, aber wir werden ja nicht hier bleiben. Nimmst du das Brett mit, Opa? Ist gut. Und ich nehme das.
Also, das ist ja wirklich sehr raffiniert, Zeo. Und wenn wir über das Brett laufen, hinterlassen wir keine Fußspuren. Jetzt gehen wir in Richtung Haus und gleich um die Ecke können wir uns verstecken. So soll's sein. Möchtest du jetzt raus, Puck? Dass er weggeflogen ist, Elsie? Nein, natürlich nicht. Aber wo? Es wäre doch möglich, dass er auf Opas Schultern sitzt. Oder es könnte auch sein, dass er ganz einfach in Opas Fußspuren tritt. Das wäre ja raffiniert. Komm, Mama. Den werden sie nie finden. Den Tischtennisball haben wir nicht gefunden, aber wir wissen, wo Zeo ist. Da drüben. Wir haben dich. Hä? Zeo? Ob sie ab hier rückwärts gelaufen sind? Wir laufen den Weg einfach zurück. Wo können die nur sein? Nur keine Sorge, Elsie. Wir finden sie. Oh, du Opa. Also, ich glaube, wir waren ein bisschen zu raffiniert. Wir haben es ihnen viel zu schwer gemacht. Wenn sie in den Park gehen, suchen sie eine Ewigkeit nach uns. Das wäre möglich. Wir sollten ihnen mal hinterhergehen und alles erklären. Das ist eine gute Idee, Zeo. Also, wo könnten sie hingegangen sein? Elsie! Hä? Wir haben ein Brett und eine Fußmatte benutzt, um durch den Garten zu kommen. Darum waren noch keine Fußspuren da. Ja, naja, also wir haben da wohl ein bisschen geschummelt. Es tut mir leid, das war wirklich nicht ganz fair. Ihr habt uns reingelegt. Und den Ball haben wir auch nicht gefunden. Wo habt ihr den denn? Den hättet ihr gefunden, wenn ihr weiter in den Garten gegangen wärt. Wir haben ihn, ich glaube, Opa und ich haben uns selbst reingelegt. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh. Ach, egal. Das ist doch nur ein Tischtennisball. Darum geht's doch gar nicht. Weißt du, jetzt kann ich doch gar keine Fußspuren mehr machen und den Ball verstecken. Doch, kannst du. Ich hab noch einen Tischtennisball. Komm mit. Also, er ist hier. Ich hole ihn. Oh. Hey, aber Puck, so kalt ist es doch nun auch wieder nicht. Du hast den Ball ja gefunden. Puck, hast du gedacht, das wäre ein Ei? Oh, armer Puck. Wir haben das Ei. Das Ei? Ja, Puck hat den Ball im Garten gefunden und dachte, das ist ein Ei. Unser Puck. Also, er hat den Tischtennisball gefunden. Und nun seid ihr mit Spurenlegen dran. Aber dieses Mal wird Puck lieber mitkommen. Vielleicht friert er ein wenig, aber er möchte jetzt keine Fehler mehr machen. Na los, komm, Elsie. Wir legen jetzt eine Spur, die genauso schwer zu verfolgen ist wie die von den beiden. Ja! Aber ihr dürft nicht gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
Colosseo und die Meisterschaft im Bodenturnen. Na los! Ich bin soweit! Wow! Ja! Wow! Echt toll! Mann, das war ja wirklich gut, Elsie! Dankeschön! Meint ihr, ich hätte eine Chance? Ja, aber natürlich! Dein Auftritt war doch einfach super! Ja! Zobi hat gesagt, es können nur ein Junge und ein Mädchen teilnehmen. Na, hast du für morgen trainiert? Ja! Das ist gut. Ich hoffe, ihr wart fleißig. Denn nur die allerbesten Turner haben eine Chance, an der Regionalmeisterschaft teilzunehmen. Oh, das wird bestimmt nicht einfach. Ob ich wirklich gut genug bin? Vielleicht sollte ich noch irgendetwas ändern. Nein, nein, du musst gar nichts verändern. Na, wenn du meinst. Wartet hier, ich zieh mich schnell um. Hallo, Elsie. Hallo, Zinja. Hey, wisst ihr was? Ich habe das ganze Wochenende trainiert. Und jetzt habe ich's richtig gut drauf. Ich habe ganz tolle Tipps von meiner Mami gekriegt. Du hast seit letzter Woche große Fortschritte gemacht. Das war sehr gut. Ach, na ja, gestern bin ich ja noch viel besser gewesen. Eben beim doppelten Salto rückwärts mit Schraube war ich doch nicht gut. Doppelter Salto rückwärts mit was? Hey, Zinja, wo hast du das denn alles gelernt? Ich bin eben ein großes Talent. Wow. Das hat meine Mami gesagt. Und, seid ihr auf den Wettkampf vorbereitet? Ja, ich wollte was an meiner Übung verändern, aber Zio meinte, das wäre nicht nötig. Naja, schon, aber vielleicht... Ich will so gerne bei der Meisterschaft mitmachen. Ich hoffe, dass ich ausgewählt werde. Dann bis morgen. Ja, mach's gut. Bis dann, Elsie. Na, was hast du denn, Zio? Du siehst so traurig aus. Ach, weißt du, ich habe Elsie gesagt, dass ihre Übung sehr gut ist. Aber dann habe ich Zinjas gesehen und die war wirklich beeindruckend. Aber das hättest du Elsie doch sagen können. Es war zu spät. Wie toll Zinjas Übung war, ist mir gerade erst aufgefallen. Wenn Elsie nicht gewählt wird, dann ist das meine Schuld. Nein, das stimmt nicht, Zio. Du kannst Elsie doch immer noch sagen, was du denkst. Geht das noch? Ja, noch ist es nicht zu spät. Zu seinen Freunden sollte man immer ehrlich sein. Opa hat recht. Ich muss Elsie die Wahrheit sagen. Aber sie wird sich bestimmt nicht darüber freuen. Wie soll ich ihr das nur erklären? Du trainierst noch? Da wird Zobi aber stolz auf dich sein. Ja, vielleicht. Aber Elsie nicht. Wieso nicht? Es geht um ihre Übung. Sie ist gar nicht so gut, wie sie denkt. Und wie soll ich ihr das nur sagen? Du könntest ihr doch einfach einen Rat geben, um sie ein bisschen zu ermutigen. Sag irgendwas Positives. Ja, Mama, du hast recht. Vielleicht kann ich ihr helfen, sich zu verbessern. Ja, das kannst du ganz bestimmt. Zeig ihr doch deine Übungen, denn du bist ja sehr gut. Ja, das gefällt mir, Elsie. Das ist wirklich sehr schön. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Hey, Zio, du hattest recht.
Meiner Mama gefällt die Übung. Ich glaube, ich werde für den Wettbewerb ausgewählt. Ja, das hoffe ich. Was ist denn? Also, Elsie, ich wollte dir sagen... Elsie, würdest du die Übung bitte nochmal machen? Ich würde sie gern aufnehmen. Ja. Theo, wolltest du nicht gerade was sagen? Oh, schon vergessen. Fertig? Dann viel Glück. Du wirst das schon schaffen. Danke, Theo. Ich wünsche dir auch viel Glück. Das hast du sehr gut gemacht. Du kannst dich wieder hinsetzen. Toll gemacht. Also, ihr habt mir alle gezeigt, was ihr könnt. Gut, dann werde ich euch jetzt verkünden, wer an der Regionalmeisterschaft im Bodenturn teilnehmen wird. Also, von den Jungs, Theo. Das hast du dir verdient, Theo. Und von den Mädchen, Xenia. Ja! Aber, Theo, du hast doch gesagt, dass meine Übung gut ist. Ist sie ja auch. Aber, naja, vielleicht solltest du noch an deiner Technik arbeiten. Und warum hast du mir das nicht früher gesagt? Weil ich dich nicht kränken wollte. Wir sind doch Freunde. Freunde sollten sich immer die Wahrheit sagen. Hey, Theo! Wir sind ausgewählt worden! Ja. Toll gemacht, Theo. Und du auch, Xenia. Toll. Also, ich muss sagen, deine Übung war wirklich sehr gut. Vielen Dank, Opa. Naja, Elsie tut mir schon leid. Ja, und das ist alles meine Schuld. Du hast recht, ich hätte mit ihr sprechen sollen. Es wäre so schön, wenn sie noch eine Chance kriegen würde. Du könntest doch mal Zobi fragen. Ja, ich frage ihn gleich mal. Hey, nicht so schnell. Könnte Elsie noch mal vorturnen? Nett von dir, sich für sie einzusetzen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich habe dich und Xenia angemeldet. Sie würde trainieren und die neue Übung würde noch viel besser werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Doch wie gesagt, da kann ich nichts machen. Na gut. Danke, Zobi. Hey, Pock, du bist einfach genial. Zobi, ich hab da eine Idee. Ach ja? Elsie, wir beide müssen trainieren. Zobi hat gesagt, wenn du eine neue Übung hast, sieht er sich die an. Für eine neue Übung haben wir keine Zeit mehr. Doch haben wir. Ich helfe dir, das wird Spaß machen. Wart's ab. Ja, aber... Okay, los geht's. Weißt du was? Wir beginnen mit einer Radwende. Ja, das ist für eine Übung ein ganz toller Anfang. Und? Wow, das ist ja wirklich sehr gut. Klasse! Tada! Großartige Leistung, Kinder. Allerdings, das war wirklich ganz hervorragend. Und darum werdet ihr jetzt angemeldet, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Ist ja toll. Und? Was ist mit Xenia? Ja, ich dachte, es würde nur zwei Plätze geben. Ja, schon. Aber Theo hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Jahr auch Paare teilnehmen können. Also haben wir dieses Jahr die Möglichkeit, nicht nur Einzelturner anzumelden. Sondern Elsie und mich als Paar. Und Xenia kann allein antreten. Hurra! Echt super! Dann sind wir ja alle drei dabei. Danke, Theo. Ohne dich hätte ich es nie geschafft, am Wettbewerb teilzunehmen. Kann ich denn mitkommen und euch anfeuern?
Ja, natürlich kannst du das. Und Pock wird dich unterstützen. Theo und das Fahrrad. Und? Wollt ihr es jetzt sehen, Kinder? Ja. Dann macht mal die Augen auf. Also, das hier habe ich vorhin alles aufgebaut. Sobi, das wird ein toller Fahrradkurs. Ja, genau das glaube ich auch. Und, sind eure Räder startklar? Ja, ja, hier. Ich habe nur meinen Roller mitgenommen. Kein Problem, Zack. Ein Roller ist auch okay. Also, heute werdet ihr lernen, wie man auf dem Fahrrad die Kontrolle behält. Und auf dem Roller. Merkt euch eins, die Sicherheit ist immer das Wichtigste. Also, Helme auf. Also, ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns nachher. Passen Sie gut auf die Kinder auf. Hallöchen! Du hast es heute aber eilig, was? Natürlich, das ist mein neues Fahrrad. Und das ist sowas von schnell. Allerdings, das habe ich gesehen. Also, bis später. Ich komme mit. Okay, Xenia. Stell dich zu Theo und Elsie. Ich zeig euch mal die Strecke. Ihr startet hier, dann fahrt ihr um das Hütchen herum. Und dann müsst ihr im Slalom um die anderen fahren, ohne sich hey, zu berühren. Hey, Theo, wo hast du denn dein Fahrrad her? Das war mein Opas. Er hat's mir geschenkt. Hm, also dann muss es ja ganz schön alt sein. Fährt das denn überhaupt noch? Hm, hör gar nicht hin. Die ist doch bloß neidisch, weil sie kein Körbchen am Fahrrad hat. Genau. Und ihr müsst immer daran denken, dass es ausgesprochen wichtig ist, die Kontrolle über eure Räder zu behalten. Also, zuallererst müsst ihr im Slalom um diese Hütchen fahren. Ohne die Hütchen zu berühren? Ja, das heißt, dass ihr ganz vorsichtig lenken müsst. Also, wer von euch will anfangen? Theo? Du vielleicht? Okay. Achtung, fertig, los! Ärger dich nicht. Das war gar nicht so schlecht. Am Anfang fährt jeder gegen ein oder zwei Hütchen. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass jemand beim ersten Mal fehlerfrei durchfährt. Du bist dran, Elsie. Achtung, fertig, los! Oh. Na, das war doch schon sehr gut. Es ist nur ein Hütchen umgefallen. Sehr schön. Ihr wisst ja schon ziemlich genau, was ihr zu tun habt. Jetzt ich. Du willst die beiden wohl übertrumpfen, habe ich recht, Xenia? Ja, dann würde ich jetzt mal aufpassen. Keine Sorge, das werde ich tun. So, Achtung. Fertig, los! Hey! Das war wirklich gut, Xenia. Äußerst beeindruckend. Du bist ja schon eine richtig gute Radfahrerin. Ja, ich habe im Sommercamp ja auch jeden Tag Radfahren geübt. Und wie man sieht, hat sich das gelohnt. Genau. Der Kurs hier ist aber auch sehr einfach. Wirklich schade, dass Elsie und Theo nicht so viel geübt haben wie ich. Das hier ist doch kein Wettkampf. Aber wenn es einer wäre, dann würde dein Rad den Kurs nicht überstehen. Hey, auf dem Rad hat Opa viele Rennen gewonnen. Halt, halt. Wir sind nicht hier, um eure Räder zu vergleichen, sondern um zu lernen, wie man darauf fährt. Und es sind auch noch nicht alle dran gewesen. Bereit, zack. Ich denke schon. Achtung, fertig, los. Pass auf, zack. Du musst auf die Strecke achten. Zack. Hey! Wow, ich bin ganz schön schnell gefahren, oder? Oh ja, du warst wirklich sehr schnell. Und ich bin nicht mal hingefallen. Alles wieder... Oh, ach du meine Güte. Also, hör zu, wir machen für heute Schluss. Wir können morgen weiter üben. Wie ist es gelaufen? Naja, geht so. Theo, was hast du denn? Gar nichts. Aber
Ich schaffe es bestimmt nie, so ein Champion wie du zu werden, Opa. Ach, sag das nicht. Du brauchst doch nur ein bisschen Übung. Wenn du dir weiterhin Mühe gibst, kannst du ganz viele Rennen gewinnen. Ja, aber Xenia hat ein ganz tolles, modernes Fahrrad. Ach, um das Fahrrad geht es doch gar nicht. Wie ich schon gesagt habe, Übung macht den Meister. Ach, weißt du was? Wir beide könnten noch ein bisschen trainieren. Oh ja, das wäre toll, Opa. Schön, dass du wieder gute Laune hast. Okay, Opa, fangen wir an. Du musst Geduld haben. Das ist immer das Erste, was ein Champion lernt. Nun fahr los. Schön vorsichtig zwischen den Stämmen durchfahren. Das schaffe ich niemals. Sag doch nicht sowas. Ein wahrer Champion gibt nicht gleich beim ersten Mal auf. Das ist nicht das erste Mal. In der Halle habe ich es ja auch schon nicht geschafft. Dann, Zeo, musst du es so lange versuchen, bis du es schaffst. Ein Vogel muss das Fliegen ja auch erst lernen. Wenn ein Vogel aus dem Ei schlüpft, kann er das nämlich noch nicht. Bis er endlich fliegen kann, ist er vorher schon ein paar Mal auf den Schnabel gefallen. Ich versuch's noch mal. Ja. Weiter so. Gut. Den Kopf nach oben, Augen geradeaus. Dann siehst du die Hindernisse besser, Theo. Hey, ja, das stimmt, Opa. Immer schön weiterfahren. Sehr gutes Slalomfahrt, Theo. Denk immer daran, gerade zu sitzen. Und schön aufpassen, was vor dir passiert. Hallo, Zafir. Zelda? Einen schönen guten Tag. Wir wollen Xenia beim Fahrradfahren zusehen. Sie hat uns gesagt, dass sie die Beste in dem Kurs wäre. Hallo, da seid ihr ja wieder. Heute wird uns jemand in diesem Kurs ein bisschen helfen. Hallo. Wie ihr seht, habe ich mir erlaubt, die Strecke ein bisschen zu verändern. Jetzt ist es nämlich möglich, dass zwei gleichzeitig fahren. Gestern hat mein Opa mit mir trainiert, also könnte es sein, dass ich heute besser bin. Das werden wir ja sehen. Wenn du willst, können wir ja heute um die Wette fahren. Ja, das sollten wir tun. Also, ich hab's gestern schon mal gesagt. Das ist kein Rennen. Ihr sollt hier etwas lernen, Kinder. Aber ein kleines Rennen dürfen wir doch fahren, oder? Dürfen wir? Bitte, bitte. Tja. Naja, wenn das alle hier wollen, dann... Ja, ist gut. Klasse. Sieh genau hin, Xenia. Heute bin ich viel besser als gestern. Oh nein, die Kette! Das ist ja lustig, Theo. Das Rennen hat noch gar nicht angefangen und dein Rad ist schon kaputt. Es ist nur die Kette halb so schlimm. Das ist im Handumdrehen repariert. Du, Opa, hast du damit wirklich Rennen gewonnen? Mit diesem Rad? Es sieht gar nicht wie ein Rennrad aus, Opa. Glaub mir, ich habe auf dieser alten Gurke schon ein paar Rennen gewonnen, mein Junge. Und das wirst du auch. Und merk dir, was ich gesagt habe. Geduld haben, Kopf immer nach oben und stets im Blick haben, was vor dir passiert. Also, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und das Rad ist auch bereit. Alles repariert. Das ging ja schnell. Also dann, auf die Plätze, fertig, los! Na los, Theo, so ist es gut! Los, Theo! Ja. Oh ja, das machst du wirklich gut, Xenia. Ich werde gewinnen. Fahr einfach so schnell wie der Wind, mein Schatz. Oh. Den Kopf nach oben. Fahr weiter, fahr einfach weiter. Fahr schneller, oh, mein Sonnenschein. Das machst du ganz ausgezeichnet, Xenia. Gleich hast du es geschafft. Hurra! Xenia, halt an. Nein. Wo hast du deine Augen? Hast du das Schild nicht gesehen? Du hättest früher anhalten müssen. Jetzt musst du leider noch mal von vorn anfangen. Von vorn? Oh je. Wie bitte? Nur weil sie schneller gewesen ist? So sind nun mal die Regeln. Es ist wichtig, dass Xenia die Kontrolle über ihr Rad behält. Und sie muss aufpassen, wo sie hinfährt. Theo hat gewonnen. Ja. Ja, gut gemacht, Theo. Das war gut. So musst du dich auch auf der Straße verhalten. Ein guter Fahrer zu sein, reicht noch lange nicht aus. Denn die Regeln muss man natürlich auch einhalten. Oh, echt gut gemacht, Theo.
Dankeschön, Sinja. Das nächste Mal wird es aber anders. Denn wenn ich nächstes Jahr ins Sommercamp fahre, dann werde ich fleißig üben. Ja, fleißig üben. Theo, ich wusste, dass du gewinnst. Und gleich beim ersten Mal. Aber es war nicht das letzte Mal. Theo macht sauber. Opa, Opa, welche ist die sauberste Stadt der Welt? Unsere natürlich. Aber erst, wenn wir aufgeräumt haben. Und bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Aber mach dich darauf gefasst, dass wir ziemlich viel zu tun haben werden, wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen wollen. Und wenn wir mit der Arbeit fertig sind, werde ich uns einen Zingriegel spendieren. Ja? Echt? Toll, das ist mein absoluter Lieblingsmüsli-Riegel. Meiner auch. Na komm, dann gehen wir jetzt doch mal zu unserem Team. Wir sind sehr gut ausgerüstet. Wir werden unsere Stadt ganz schnell sauber haben. Na schön, meine Lieben. Dann bedient euch. Wir haben hier Greifzangen und Besen, Wischmops. Puck möchte gern mithelfen. Danke, Pocka. Schon eine ganze Menge geschafft. Ich sehe mich jetzt hier mal ein bisschen in den Ecken um. Also dann bis später. Gut, aber wir beide bleiben mal lieber hier, Theo. Denn leider liegt hier im Park noch sehr viel Müll rum. Da hast du recht, Opa. Mal sehen, wer von uns am meisten Müll einsammelt. Und zwar von hier bis da drüben. Okay, Theo, legen wir los. Ja! Ihr seid bestimmt die schnellsten Müllsammler der ganzen Stadt. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wir gewinnen, Puck. Sinja! Hallo, Theo. Hallo, Theo. Hallo, Theo. Wollt ihr beide auch die Stadt sauber machen? Darüber würden wir uns wirklich freuen. Nein, mit meinem Zingriegel-Einwickelpapier hätte ich was gewonnen. Ich hab's verloren. Das hätte eine Zola-Puppe gegeben, aber ohne Einwickelpapier kriege ich sie nicht. Ich verstehe. Es war in meiner Tasche, aber ich hab's irgendwo verloren und jetzt kriege ich meine Puppe nicht und... Aber das macht doch nichts, mein Liebling. Wir werden dir eine Puppe kaufen, die noch viel hübscher ist. Vor ein paar Tagen habe ich eine sehr schöne gesehen und zwar in dem Laden... Aber ich will doch einfach nur Zola haben. Und die gibt's überhaupt nicht zu kaufen, die kann man eben nur gewinnen. Und die kann laufen und sprechen. Und sie hat ganz viele Sachen zum Anziehen und auch ganz, ganz schöne Schuhe und... Vielleicht hab ich das Papier aufgehoben. Echt? Nein, tut mir leid. Oh. Ich habe auch kein Einwickelpapier hier drin. Und ich habe das Papier auch nicht. Oh, das ist ja schade. Das tut mir wirklich sehr leid, Sinja. Dann ist es jetzt für immer verschwunden. Und ich hätte sie gewonnen. Das ist total unfair. Aber danke, dass ihr nachgesehen habt. Wir werden jetzt noch ein bisschen weitersuchen. Bei der Gelegenheit könntet ihr gleich mithelfen, die Stadt aufzuräumen. Nein, wir beide haben furchtbar viel im Laden zu tun. Wir sind doch nur hier, weil wir das Papier finden wollten. Wir wollten sogar bei Mr. Tsui einen neuen Riegel kaufen, aber es war keiner mehr da. Ach so, na ja. Ich verstehe. Dann müsst ihr natürlich in euren Laden. Oh nein! Wenn Mr. Tsui keinen Riegel mehr hat, dann bedeutet das, dass wir auch keinen mehr bekommen. Nur keine Sorge. Dann spendiere ich uns eben etwas anderes. Nein, wir warten einfach. Mr. Tsui bekommt sicher neue. Dann erwische ich vielleicht auch so ein Einwickelpapier. Oh ja, das könnte sein. In diesem Brunnen hat man wohl schon lange nicht mehr sauber gemacht. So, außer der Zeitung liegt hier nichts mehr rum. Ich habe mehr zusammen als ihr und darum habe ich gewonnen. Toll, Theo. Du hast ja tonnenweise Müll. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Oh, das muss ich übersehen haben. Opa, ich habe das Einwickelpapier gefunden. Und dafür kann man ein paar ganz tolle Sachen bekommen. Zum Beispiel einen Roboter oder die neuesten Computerspiele. Oder eine Lokomotive. Oder vielleicht auch eine Zola-Puppe. Eine Zola-Puppe? Theo, da hast du wohl gerade Zinjas Einwickelpapier gefunden. Ja, da könntest du recht haben, Opa. Aber hier stehen auch noch andere Gewinne drauf. Nicht nur eine Puppe. Das kann doch jedem gehören. Muss ich ihr sagen, dass ich es gefunden habe? Nun ja. Zinja hat ihr gewinnbringendes Einwickelpapier verloren. Und du hast eins gefunden. Es wäre wirklich fair, wenn du es ihr zurückgeben würdest. Stell dir das doch mal umgekehrt vor. Was würdest du von ihr erwarten? Ja, Opa, du hast recht. Aber ich könnte einen tollen Roboter oder eine Lokomotive gewinnen. Oh ja, das sind schöne Preise. So wie die Zola-Puppe. Ja, ich hätte nur gern die Lokomotive gewonnen. Oder den Roboter. Aber das wäre Zinja gegenüber nicht fair, wenn ich was dafür bekommen würde. Genau, Theo. Dann sagen wir Zinja, dass ich's gefunden habe. Ja, das machen wir. Das Richtige zu tun ist nicht immer so einfach. Da wird sie sich freuen. Ruf sie an. Okay, das mache ich. Oh, danke, danke schön, Theo. Das habe ich doch gern gemacht. Ich bin sehr froh, dass du es wiederbekommen hast. Sein Müll einfach so wegzuwerfen ist nicht gut. Na ja, sieh mal, was ich hier alles eingesammelt habe. Ich hab's nicht weggeworfen. Ich glaube, dass das einfach aus Versehen passiert ist. Du solltest ein bisschen besser auf deine Sachen aufpassen. Ich möchte anmerken, dass das Schokoriegelpapier in Zinjas Tasche war. Und sie weiß, was wir davon halten, wenn der Müll einfach rumgeworfen wird. Es ist ja schön und gut, dass sie ihr das erklärt haben. Aber ich finde, dass sie ihr eigenes Verhalten noch einmal überdenken sollten. Ich habe nämlich gesehen, dass sie heute Morgen ihren Müll einfach auf die Erde geworfen haben. Was muss ich da hören? Du hast Müll auf die Erde geworfen? Aber nein, natürlich nicht. Ich meine, das kann schon sein. Aber nur aus Versehen. Das sah aber so gar nicht nach einem Versehen aus. Papi? Doch, das ist wirklich aus Versehen passiert. Ich habe auf den Eimer gezielt. Aber sie hatten nicht getroffen und den Müll dann nicht aufgehoben. Ich hatte es so eilig. Oh, es tut mir wirklich leid, mein Liebling. Das Schokoriegelpapier musste im Auto aus der Tasche gefallen sein. Ich habe den Wagen sauber gemacht und es dann wohl weggeworfen. Und dann wurde es durch den Wind in den Park geweht. Sie können das wieder gut machen, indem Sie dabei helfen, die Stadt vom Müll zu befreien. Das ist eine sehr gute Idee, Mrs. Zolli. Müll auf die Erde werfen. Der Laden. Ich wollte einfach nur ganz schnell... Zinja und ich schaffen das schon. Nicht wahr, meine Süße? Ja, Mami. Gut, dann gehen wir mal in den Laden. Aber vorher werden wir noch bei dem reizenden Mr. Zoe deine Puppe abholen. Und deinen Vater lassen wir hier, damit er ganz in Ruhe den Müll einsammeln kann. Aber ich wollte... Oh, ist es wirklich schon so spät? Gleich wird es richtig spannend, denn der Preisrichter müsste jede Minute hier sein. Ich hoffe, dass wir gewinnen werden. Das hoffe ich auch. Ich finde, dass hier jetzt alles sehr schön sauber aussieht. Ja, und vielen Dank, Onkel Zaphir. Du bist echt ein ganz toller Müllsammler. Da kommt er ja schon. Oh, jetzt heißt es Daumen drücken. Die Verspätung tut mir leid. Die Besichtigung der Stadt hat etwas länger gedauert, als ich erwartet habe. Aber was ich gesehen habe, war wirklich ausgesprochen beeindruckend, das muss ich schon sagen. Beim Wettbewerb, die sauberste Stadt zu gewinnen, ist schon eine große Ehre. In den letzten Jahren habe ich diesen Preis des Öfteren verliehen. Und in diesem Jahr... werden wir hoffentlich gewinnen. Ja, und dieses Jahr habe ich mich auch wieder sehr ausführlich mit verschiedenen Städten beschäftigt. Ich war viel unterwegs, das können Sie mir glauben. Und ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Also, liebe Freunde, gewonnen beim diesjährigen Wettbewerb hat die Stadt, in der ich mich befinde. Yeah! Wir haben es geschafft, Opa. Ja, wir haben es geschafft, da hast du völlig recht. Es hat sich also gelohnt, dass wir so fleißig waren. Das war von allen Beteiligten gute Arbeit. Yeah! Danke! Ist das nicht toll? Ich heiße Zola. Ich will deine Freundin sein. Hallo,
Zola. Ich freue mich sehr. Ich heiße Zeo. Da, sieh mal, wie sich sie dir über ihre Puppe freut, Opa. Gut, dass ich ihr das Papier gegeben habe. Ja, finde ich auch. Du hast wirklich zweifellos das Richtige getan. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank, Opa. Und ich bin stolz darauf, dass wir gewonnen haben. Ja! Eine Mannschaft für Zack. Papa, beeil dich, es fängt gleich an. Nur die Ruhe, Zack. Es dauert noch, bis das Spiel anfängt. Ja, spar dir deine Energie fürs Anfeuern. Komm schon, Zebratown. Das beste Volleyballteam auf der ganzen Welt. Na ja, in der Stadt würde ich sagen. Geschenk, was ich jemals hatte. Ich will das Spiel nicht verpassen. Wieso ist hier keiner? Mr. Zoe, wissen Sie denn genau, dass das Spiel hier stattfinden soll? Ja, das steht doch hier auf den Karten. Alle Heimspiele sollen in dieser Halle ausgetragen werden. Oh je, ihr seid wohl nicht informiert worden. Was ist passiert? Naja, fast alle Spieler beider Mannschaften haben die Grippe bekommen. Das Spiel wurde abgesagt. Das tut mir leid. Aber das ist halb so wild. Die Tickets sind auch noch für das nächste Spiel gültig. Ich habe heute Geburtstag und das ist mein Geburtstagsgeschenk. Oh, das tut mir wirklich leid, Zack. Wir können doch jetzt nicht einfach so nach Hause gehen. Zack hat sich doch so auf das Spiel heute gefreut. Hey, ich glaube, Zack kann heute trotzdem noch sein Volleyballspiel bekommen. Nein, leider nicht. Wie ich schon sagte, die Spieler sind fast alle krank. Ich weiß, dass die Spieler Grippe haben, aber wir sind nicht krank. Genau. Und das Spielfeld ist ja nicht belegt. Jetzt brauchen wir ein paar Spieler und dann machen wir selbst unser Spiel. Das ist ja eine super Idee. Finde ich auch. Die ist doch wirklich gut. Naja, ich muss pünktlich abschließen, Zeo. Aber wenn ihr genug Spieler seid, gehört das Spielfeld bis 18 Uhr gerne euch. Danke, das ist toll, Zobi. Komm mit, Zack. Wir müssen noch ein paar Spieler suchen. Ja! Wir werden schon jemand finden. Sieh mal. Eine Frage. Würden Sie mit uns Volleyball spielen? Ich habe heute Geburtstag. Oh, das freut mich sehr für dich. Dann wünsche ich dir alles Gute. Aber Volleyball spielen kann ich heute leider nicht mit euch. Ich habe eine Verabredung mit Zoraster und ich bin schon spät dran. Ein anderes Mal gern. Beim nächsten Mal habe ich aber nicht Geburtstag. Keine Sorge, wir können doch ganz viele andere fragen. Hey, meine Familie liebt Volleyball. Ja! Hallo! Hallo, Mr. Zoe. Tag, Zack. Wieso seid ihr so früh wieder zurück? Ist das Spiel schon beendet? Nein, es ist abgesagt worden. Fast alle Spieler haben Grippe. Oh, das tut mir aber leid. Zoe hat nichts dagegen, wenn wir selbst ein Spiel organisieren. Willst du mitspielen? Oh, das würde ich zu gern, aber heute wird die neue Waschmaschine geliefert. Ich muss hier bleiben. Ach so, und wie ist es mit Papa? Kann er mitkommen? Leider nicht. Er ist gerade mit Oma und Opa zum Baumarkt gefahren. Heute ist echt nicht mein Glückstag. Wir werden aber nicht aufgeben. Ob Tante Zelda und Onkel Zafir vielleicht bei uns mitspielen würden? Nun ja, du kannst sie ja einfach mal fragen. Na los, dann fragen wir sie doch. Es ist ja wirklich sehr nett von euch, dass ihr fragt, aber ich habe gerade wahnsinnig viel zu tun. Und Sportsachen habe ich auch keine dabei. Aber du könntest dir doch was von Zobi leihen. Ich glaube nicht, dass mir die Sachen von Zobi passen würden. Und in dem Anzug hier kann ich ja wohl nicht spielen. Zinja und ich werden auch mal einen Tag ohne dich klarkommen. Und außerdem wird dir ein bisschen Bewegung nicht schaden. Oh. Ist gut, ich werde mitspielen. Ja, ist ja klasse. Super, vielen Dank. Ich werde auf keinen Fall herumspringen, ihr wisst schon. Mein Anzug. Sehr schön. Dann sind wir ja schon zu viert. Darf ich auch mitspielen? Natürlich, Zinja. Dann sind wir schon fünf. Aber wir spielen nicht Volleyball, sondern Badminton.
Ach, das wird bestimmt sehr interessant. Dein Onkel will nicht rumspringen und Sinja spielt lieber Badminton. Sinja, Zack hat heute Geburtstag und er möchte gern Volleyball spielen. Na, aber wieso? Badminton macht viel mehr Spaß und sein Geburtstag soll doch ein besonderer Tag werden. Also, das klären wir in der Sporthalle. Jetzt brauchen wir nur noch einen Spieler und dann haben wir zwei Teams mit jeweils drei Leuten. Ja! Aber so viele braucht man beim Badminton doch gar nicht. Nun wart's erst mal ab, mein Liebling. Theo hat gesagt, dass wir das in der Sporthalle klären. Seht mal! Hallo, Mrs. Tolly. Wir wollen Volleyball spielen, weil ich heute Geburtstag hab. Möchten Sie mitspielen? Ach, das würde ich liebend gern tun. Aber weißt du, ich habe zurzeit solche Schmerzen in meiner Schulter. Ich kann nur einen Arm belasten. Und zum Volleyballspielen braucht man leider beide Arme. Ja, das ist wahr. Es tut mir so leid. Trotzdem alles Liebe zum Geburtstag. Danke, Mrs. Tolly. Und gute Besserung für Ihre Schulter. Dankeschön, Zack. Wen können wir denn noch fragen? Elsie, kommt mit! Scheint niemand zu Hause zu sein. Ach, zu schade. Also, wenn Elsie nicht hier ist, dann weiß ich vielleicht, wo sie stecken könnte. Da ist sie! Ja. Wusste ich's doch. Hallo! Hey, hallo! Elsie, wir wollen heute Volleyball spielen, weil Zack Geburtstag hat. Und wir brauchen noch einen, der mitspielt. Bist du dabei? Und, darf ich gehen? Natürlich darfst du gehen. Die Staffeleien sind ja nicht schwer, das schaffe ich schon. Na, dann herzlichen Glückwunsch, Zack. Dankeschön. Hurra! Zwei Dreierteams! Yeah! Ja! Es ist schon kurz vor sechs. Wenn Sobi denkt, dass wir nicht mehr kommen, dann macht er die Sporthalle zu, bevor wir da sind. Darf ich die mal haben? Natürlich. Ich sag Tobi, er soll auf euch warten. Ich werd mitkommen. Beeil dich, Theo. Los, Theo, los! Gleich sind wir da. Tobi, wir haben es geschafft. Ich wollte gerade abschließen. Ich hab euch nicht mehr erwartet. Aber wir sind da. Und wir haben zwei Teams. Ja, genau. Dürfen wir immer noch hier spielen? Ja, natürlich. Oh, da gibt's ein Problem. Mir stehen hier keine Volleybälle zur Verfügung. Die Teams bringen immer ihre eigenen mit. Ach, auch das nicht doch. Nein. Keine Sorge, wartet mal. Ich bin gleich zurück. Tada! Wir können jetzt nicht Badminton spielen. Wir sind doch viel zu viele. Wir spielen ja auch nicht Badminton. Ich habe ein neues Spiel erfunden. Volleyminton. Was? Was? Hä? Ja! Viel Spaß. Tobi, warum spielen wir nicht alle zusammen? Ich werde erst noch ganz schnell was erledigen. Dann komme ich wieder. Bis dahin, amüsiert euch. Ja! Ein Jackett. Ein sehr teures Jackett, aber was soll's? Und er schlägt. Und er trifft. Punkt für mich. Ich meine für uns. Oh. Hey, Papa, der war drin. Hey, Leute. Möchtet ihr vielleicht ein paar Zuschauer haben, die euch anfeuern? Ja! Yeah!
sehr gut, Zack. Ja! Ja! Und Zack, der größte Volleyball-Champion der Welt, sitzt auf den Schultern seines Vaters. Ja, liebe Zuschauer, das war wirklich ein unglaublich aufregender Geburtstag. Ja. Theo, der Personal Trainer. Und 7 und 8 und 9 und 10 und Päuschen. Das war toll. Dankeschön, Zobi. Ja, Dankeschön, Zobi. Ja, jetzt bin ich wieder total fit. Hey, wisst ihr was? Ich kann von allen am höchsten springen. Ja. Mami, ich muss dir was erzählen. Zobi hat gesagt, ich bin die allerbeste Hochspringerin der Klasse. Das freut mich aber, mein Liebling. Es tut mir sehr leid, dass ich so spät zu meiner Einzelstunde komme, Zobi. Aber ich hatte gerade im Laden noch einen schwierigen Kunden. Schon gut. Ist halb so wild. Ich habe gerade erst den Sportunterricht beendet. Dann ist es ja gut. Also, ich würde jetzt gern anfangen. Nimmst du mal bitte meine Tasche? Danke. Fangen wir mit einem Aufwärmtraining an? Ja, Aufwärmtraining ist immer ein guter Anfang. Wie wär's denn mit Kniebeugen? Gut. Die Füße weiter auseinander. Und nicht so weit runter. Ausgezeichnet. Das ist aber anstrengend. Ach du meine Güte. Der arme Mr. Zoe hat viel zu tun und darum hole ich Zack heute ab. Das ist aber wirklich sehr nett von Ihnen. Das tue ich gern. Zack ist so ein netter Junge. Ja, sehr gut. Knie weiter nach oben. Und jetzt 30 Sekunden Tempo. Hallo. Guten Tag alle zusammen. Hallo. Guten Tag, Zelda. Oh, hallo. Fertig, Zeo? Können wir gehen? Klar, gerne. Und dich nehme ich auch mit, Elsie. Und Zack kommt mit mir mit. Ist gut. Mami, was ist mit uns? Gehen wir jetzt auch nach Hause? Nein, jetzt noch nicht, mein Liebling. Meine Trainingseinheit ist noch nicht zu Ende. Bis dann. Mach's gut. Mami, geht es dir gut? Sehr sogar. Ich bin nur etwas müde. Ich finde Sport toll. Ja, Zobi ist auch wirklich ein toller Trainer. So, da wären wir, Elsie. Vielen Dank fürs Abholen. Ach so, ja. Sigmund und Zoraster arbeiten gerade in Mamis Studio an einer super tollen Skulptur. Wollt ihr die mal sehen? Wollen wir, Mama? Natürlich, aber nur, wenn wir nicht Modell stehen müssen. Tja, die Kunst ist nicht immer leicht, mein lieber Freund. Also ich muss mich gleich erstmal hinlegen. Für einen Moment oder gerne auch zwei. Oh, wartet euch, dauert nicht lange. Wir haben es gleich geschafft. Hallo, Mama. Hallo, Elsie. Danke fürs Abholen, das war sehr nett. Habe ich gern getan. Das war wohl anstrengend, oder? Oh ja, allerdings. Wir sind gleich wieder fit, wenn wir ein kleines Tässchen Tee getrunken haben. Ihr braucht nicht nur Tee, ihr braucht Kondition. Seht euch doch mal an. Ihr beide seid so fett wie zwei in Tee getunkte Lebkuchen. Das ist aber wirklich sehr unhöflich. Ja, aber sie hat es auf den Punkt gebracht. Vielleicht sollten wir wirklich an unserer Kondition arbeiten. Und alles, was man dafür braucht, ist ein Personal Trainer. Ja, so wie Tante Zelda, sie hat Zobi. Wirklich? Aber ich weiß gar nicht genau, was ein Personal Trainer ist. Der hilft dabei, wieder fit zu werden. Das könnte ich machen. Ich habe schon sehr viel Sport getrieben und darum kann ich eine ganze Menge tolle Übungen. Was meinst du? Wir könnten ein bisschen Sport brauchen. Naja. Theo, weißt du was? Das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Darf ich mal an dem Unterricht teilnehmen? Das würde mir mit Sicherheit auch gut tun. Ach, Zoraster, das sollten wir machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Er ist ein kleiner Junge. Ja. Bis morgen und nicht zu spät kommen. Ach, da bist du ja, Pock. Wir gehen nach Hause.
und zwei. Ist das denn wirklich eine so gute Idee? Natürlich, wir haben zugesagt. Und eins und zwei. Hey, super, pünktlich auf die Minute. Ach, nicht doch. Also, um uns aufzuwärmen, werden wir jetzt ein bisschen rennen. Was, rennen? Ich bin schon ewig nicht mehr gerannt. Doch, natürlich. Du bist einem Bus nachgerannt, vor ein paar Wochen. Ja, und das habe ich danach auch ganz bitter bereut. Keine Sorge, wir werden nur joggen, das ist harmlos. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Na dann los. Sehr gut, wir laufen ganz langsam. Was ist da so langsam, ja? Füße abrollen, die Knie schön nach oben. Schönen guten Morgen. Was kann ich... Oh! Meine Güte! Helfen Sie mir! Oh! Wobei denn? Ich brauche... Nur noch bis zur Ecke da, dann biegen wir nach links ab. Danach laufen wir zurück und fangen mit dem richtigen Training an. Was tun Sie da? Vorsicht, so passen Sie doch auf! Oh. Hilfe! Sie schwitzen mich ja ganz nass. Was hast du nun schon wieder angestellt? Ich habe gar nichts angestellt. Unser Freund muss sich nur ein bisschen ausruhen. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Ehrlich gesagt sind wir nicht gerade begeistert, wenn sich Leute hier bei uns auf den Boden setzen. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht aufstehen. Tut mir furchtbar leid. Es ist nicht mehr weit. Sehr gut. Schön durchhalten. Ja, gut gemacht, Pock. Und jetzt ausruhen. Und dann? Mama, wo sind die denn? Vielleicht bin ich den beiden ja zu schnell gelaufen. Hab ich bei dem Training etwas übertrieben? Leichtes Lauftraining, aber ihnen wird da wohl nichts passiert sein. Nein, nein, keine Sorge, es geht ihnen bestimmt gut. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach den Weg zurück und werden nach ihnen suchen. Ja, ist gut. Und beehren Sie uns recht bald wieder. Ja, und ziehen Sie sich das nächste Mal bitte entsprechend an. Das hier ist doch nicht irgend so ein kleiner Billigladen. Puh. Ach, da bist du ja. Ich war noch mal schnell bei Mr. Zoe, naja, um mich noch ein bisschen... Auszuruhen. Auszuruhen? Ich? Ja. Aber ich auch. Und zwar bei Zafia und Zelda. Ach, hier seid ihr. Oh, bitte, ich hab genug trainiert. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Wir hätten nicht mit Rennen anfangen sollen. Ich wusste ja nicht, dass sie nicht fit sind. Nicht fit? Na, hör mal. Das ist nicht wahr. Wir beide sind ganz besonders fit. Sehe ich doch richtig, oder? Ja, ihr irrt sich. Wenn das so ist, dann kann Zeo sie ja weiter trainieren. Was halten Sie davon? Keine Angst. Beim nächsten Mal werden wir etwas ruhiger anfangen. Versprochen. Ja. Bevor man rennen kann, muss man erst mal laufen lernen. Da habe ich doch recht, oder, Zeo? Klar. Und weißt du was? Wenn ich etwas ruhiger anfange, dann würden vielleicht noch mehr Leute beim Training mitmachen. Gute Idee, Zeo. Und jetzt nach den Sternen greifen. Und die Hufe berühren. Wenn ihr nicht ganz runterkommt, ist das nicht schlimm. Nochmal. Und wieder hochkommen. Sehr schön. Jetzt bist du ein richtig guter Trainer geworden, Zeo. Oh ja, das finde ich auch. Jetzt kannst du es. Und es macht Spaß. Oh, danke, Oma. Und jetzt ein paar Mal die Arme ausstrecken.
beide Arme ganz weit ausstrecken. Und wir atmen tief ein und wieder aus. Einatmen, ausatmen. Das ist schon mehr nach meinem Geschmack. Ja. Es ist doch einfach herrlich, einen eigenen Personal Trainer zu haben.